Baldur's Gate 3 haben Spieler die Wahl aus 12 Klassen und ganzen 46 Unterklassen. Multiclassing ist im Spiel auch dabei. Ihr könnt eure verdienten Punkte also in mehrere Klassen investieren. Dadurch werden eine Vielzahl an Kombinationen möglich. Das lässt die Herzen von Dungeons & Dragons Veteranen höher schlagen, könnte für Neulinge aber überwältigend sein. Es ist natürlich auch möglich, sich für eine Klasse und Unterklasse zu entscheiden und davon bis zum Schluss nicht mehr abzuweichen. Aber bei der schieren Anzahl an Möglichkeiten ist es doch schwierig, sich für die richtige Klasse zu entscheiden. Welche unkomplizierten und trotzdem spaßigen Klassen sich besonders gut für Neueinsteiger eignen, erklären wir euch hier im Video. Zauberer, Magier, Hexenmeister und all die anderen magisch talentierten Klassen sind zwar definitiv mächtig, benötigen aber viel Planung, damit sie wirklich effektiv sind. So besitzen Zauber verschiedene Grade, für die ein Zauberplatz des jeweiligen Grads vonnöten ist. Ein Barde auf Stufe 3 kann zum Beispiel 4 Zauber des ersten Zaubergrads und 2 Zauber des zweiten Zaubergrads wirken. Außerdem können diese Klassen nicht auf ihr gesamtes Arsenal im Kampf zugreifen. Sie müssen stattdessen während ruhigen Momenten ausgewählte Zauber vorbereiten, die sie dann in den kommenden Gefechten einsetzen können. Jeder gewirkte Zauber verbraucht auch noch den dazugehörigen Zauberplatz, den man erst nach einer Rast zurückerhält. Die magischen Klassen sind also ziemlich kompliziert. Für Neulinge eignen sich deswegen vor allem Nahkämpfer wie der Barbar und der Kämpfer, die keine lange Vorbereitung brauchen, um effektiv zu sein. Mit dem Barbaren erwartet euch der klassische Nahkämpfer, wie man ihn aus zahlreichen anderen Spielen kennt. Doch auch dieser altbekannte Archetyp hat in Baldur's Gate 3 einige Tricks auf Lager. Ab Stufe 3 könnt ihr euch eine der Unterklassen aussuchen. Wir würden euch den Berserker empfehlen. Er kann nämlich nicht nur Gegner als auch Verbündete aufheben und auf einen Feind werfen. Zusätzlich ist der Berserker einfach, naja, stark. Ihr könnt fast jede Waffe benutzen. Er hat solide Optionen für den Nah- und Fernkampf und Ausrüstung bietet oft merkliche Verbesserungen. Als Berserker solltet ihr definitiv eine Zweihandwaffe verwenden. Davon abgesehen könnt ihr kaum was falsch machen. Wer eine Klasse spielen und dann nicht mehr viel drüber nachdenken möchte, ist mit dem Berserker-Barbaren auf jeden Fall gut bedient. Auch ein Kämpfer mit der Kampfmeister-Unterklasse, die ihr ab Stufe 3 auswählen könnt, bietet sich für Neulinge gut an. Er ist zwar nicht so wütend wie der Barbar, bietet dafür aber taktischeres Gameplay. Er kann zum Beispiel besondere Aktionen durch einen ebenso besonderen Würfel ausführen. Die richten zum einen eine Menge Schaden an, zum anderen ist es nicht sonderlich schwierig, sie ins Gameplay zu integrieren. Der Kampfmeisterkämpfer bietet also ein bisschen mehr taktische Tiefe als der Barbar, ohne Neulinge an irgendeiner Stelle zu überwältigen. Er kann auch sämtliche Rüstungen im Spiel sowie eine Menge der verschiedenen Waffen tragen. Der Menschenkämpfer hat nicht umsonst das Stigma als die Standardklasse in Dungeons & Dragons, weshalb ihr mit dieser Wahl auch in Baldur's Gate 3 keinen Fehler begeht. Wer nicht den Standard-Nahkämpfer spielen möchte, sollte ein Auge auf den Druiden werfen. Mit ihm habt ihr eine gesunde Mischung aus offensiven, defensiven und unterstützenden Zaubern. Ihr könnt etwa eine Gruppe Feinde an den Boden fesseln, die Lebenspunkte eurer Verbündeten mit mächtigen Heilzaubern wiederherstellen und viel mehr. Weiterhin kann sich der Druide in Tierform verwandeln, was seine Lebenspunkte zum Teil erhöht. Im Notfall eignet sich der Druide als eine Art Tank, was ihn zu einem echten Alleskönner macht. Mit der Unterklasse Zirkel des Mondes wird die Transformation zur Bonusaktion und könnt sie also zusätzlich zu anderen Aktionen während eures Zuges verwenden. Seine Vielseitigkeit erlaubt es dem Druiden, mit den meisten Situationen im Spiel fertig zu werden. Für alle, die am meisten Spaß daran haben, ihre Gruppe am Leben zu halten, ist der Kleriker mit der Domäne des Lebens eine gute Wahl. Nicht nur haltet ihr eine ganze Menge aus, da ihr durch diese Unterklasse schwere Rüstung tragen könnt, zusätzlich werden auch noch all eure Heilzauber verstärkt. Andere Klassen können zwar auch auf irgendwelche Arten heilen, aber mit dem klassischen Heiler macht ihr trotzdem wenig falsch. Wenn ihr irgendwann dann doch genug vom Verarzten habt, könnt ihr eure vergebenen Punkte unkompliziert bei einem NPC zurücksetzen und zu einer anderen Unterklasse wechseln.
die Domäne des Krieges, verwandelt den Kleriker zum Beispiel in einen Mini-Paladin, der jeden Zug mehrere Angriffe starten kann. Da der Kleriker ganze 7 Unterklassen besitzt, ist für die meisten Spieler irgendeine interessante Spielweise dabei. Die Unterklassen des Klerikers wählt ihr übrigens direkt zu Beginn des Spiels. Natürlich darf ein klassischer Fernkämpfer in der Liste auch nicht fehlen, deswegen macht der Waldläufer den Abschluss. Mit einem Bogen auf Feinde zu schießen, macht auch in Baldur's Gate 3 eine Menge Spaß. Und wie bei allen anderen Klassen, ändert sich auch der Spielstil des Waldläufers durch die Wahl der Unterklasse deutlich. Sogar der Fanliebling Düsterpirscher hat es ins Spiel geschafft. Der setzt vor allem auf den Hinterhalt, um seine Feinde auszuschalten. Aber auch klassischere Archetypen sind im Spiel vorhanden. Wer lieber mit einem treuen Gefährten an der Seite auf die Jagd geht, macht mit der Unterklasse Herr der Tiere alles richtig. Wenn euch die beiden Unterklassen aber nicht zusagen, dann ist vielleicht der Jäger die Klasse eurer Wahl. Der hat zwar keinen tierischen Begleiter, verursacht dafür aber eine ganze Menge Schaden. Ihr müsst außerdem bedenken, dass eure Gruppe in Baldur's Gate 3 aus bis zu 4 Charakteren besteht. Im Verlauf der Handlung trefft ihr zahlreiche NPCs, die sich eurer Truppe anschließen. Dadurch habt ihr Zugriff auf weitere Klassen. Ihr müsst also nicht unbedingt selbst einen Kämpfer spielen, weil ihr schon früh einen Kämpfer-NPC in eure Gruppe aufnehmen könnt. Der vielleicht beste Tipp für Neueinsteiger ist aber trotzdem, einfach das zu spielen, was euch besonders interessiert. Wenn ihr unbedingt einen Zauberer als Multiclass kombiniert mit dem Magier spielen wollt, dann lasst euch im Zweifelsfall nicht durch die Komplexität abschrecken. Schließlich habt ihr 3 weitere Gruppenmitglieder, auf die ihr setzen könnt, wenn euch eine Situation über den Kopf wächst. Im späteren Spielverlauf gibt es außerdem einen NPC, bei dem ihr eure Punkte neu verteilen könnt. Es sollte euch daher also nicht zum Verhängnis werden, wenn ihr einfach schön viel rumexperimentiert.